So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, nach einer, was heißt Pause, also filmtechnischen Pause, melde ich mich hier wieder aus dem Ödland zurück. Also ich hab jeden Tag wie blöd, also Fallout 76 gespielt, aber ja, nicht gefilmt quasi, was heißt quasi. Und jetzt filme ich mal wieder und zeig dir mal, was wieder los ist hier. Und zwar wollen wir heute mal, ja, Tagesgeschäft. Also ich wache immer hier auf bei meinem Camp. Also wenn ich das Spiel starte, hier ist mein Camp. Und man startet ja immer da, wo man zuletzt aufgehört hat, und ich höre immer bei meinem Camp auf. Und das ist komischerweise immer hier, bin ich dann immer da. Meistens rennt dann schon einer rum. Mindestens, ich habe gerade einen umgehaut, der liegt da irgendwo, den habe ich gerade umgehauen, ist ja wurscht, weil meistens rennen hier auch schon ein paar Gegner rum und den muss ich erst umhauen und dann erst kann ich mal wieder reingehen in mein Camp hier und dann jetzt kommt Tagesgeschäft, kurze Pause. Und wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich hier hinten meinen Rucksack. Ich habe so einen Rucksack mehr gebaut, ich habe den Bauplan gefunden nach einer kurzen Kaffeepause. Für einen Rucksack. Und jetzt war im Atomic Shop ein Skin für diesen Rucksack kostenlos, nämlich dieser hier. Also der sieht jetzt anders aus. Schicke Sache, gell? Mein Rucksack hier, hallo. Das ist die Svetlana und die hat den korrekten Corona-Mundschutz auf. Und ja, genau. Bitte weiter, ja, muss ich nicht mehr erwähnen, oder? Also Mundschutz tragen ist sinnvoll. Traue ich aber, glaube, ja. Ich will nichts mehr drüber sagen, weil dann kommen wieder Kommentare oder so, keine Ahnung. Ja, den Virus gibt es ja gar nicht. Schau mal, kannst du den Virus hier, also hier, oder man kann den Virus ja nicht sehen, also gibt es den auch gar nicht, oder? Also, gut, Tagesgeschäft, hier ist mein Camp. So, als erstes als erstes hole ich mal Wasser ab. Also erstmal Wasser gucken, Wasser tanken. Dann schaue ich, was der Kollektor gesammelt hat. Das nehme ich alles mit. Dann, weil es am Weg liegt, schaue ich gleich, ob ich noch was kochen kann von gestern, ob ich da was eingesammelt habe, was zum Kochen ist. Brombeerensaft, Köterkeule, die habe ich vorhin, ja genau, die müssen wir mal kochen, damit man sie auch gut essen kann. Also das kann man auch roh essen, aber ist klar, sollte man vorher kochen. Und Brombeerensaft, ja, da muss ich gleich noch was Witziges erzählen. Ja, also ich habe jetzt mal, den lassen wir mal gekocht, so, dann muss ich meinen Schrott verwerten. Nächster Punkt der Tagesordnung, Schrott verwerten. Also mal hier die eingesammelten Waffen. Die mit dem Herzchen brauche ich noch und die ohne Herzchen verwerte ich. Außer aber, da kommt immer nichts. Weil wenn man Glück hat, wird nochmal ein Bauplan freigeschaltet. Ja, heute nicht. Aber da habe ich schon einige. Kleidung haben wir auch nichts. Schrott haben wir auch nichts, aber den Einzelschrott nochmal lagern. Hier ist noch meine Fallout First Kiste, da kann ich jetzt leider nur noch rausnehmen, nichts mehr reintun. Aber das, was drin ist, kann ich noch, wird automatisch rausgenommen. Ich kann jetzt leider nur noch, weil Fallout First war ja eine Woche lang kostenlos, aber das bleibt dann. Und man kann aber nur noch rausnehmen. Und jetzt die normale Lagerkiste, da lagere ich jetzt mal die paar Dinge ein. So, jetzt guck, nächster Punkt der Tagesordnung. Ich muss schauen, dass ich bekannte Baupläne verkaufen kann, obwohl gleich Punkt B bekannt. Also verkaufen wir es. Ich mache immer 9 Euro, taktisch, psychologisch kluge Strategieführung, Kriegsführung. Verkaufe ich immer für 9 Euro, weil so Kleinbuchstaben-Set, das wäre 1000 Kronkorken wert. Also, was habe ich jetzt? Ah, Mist. Ach, da ist schon wieder voll. Warte. Au, Kacke. Ich muss da hingehen. 29. Au, jetzt muss ich es wieder rausholen. Warte. Wurde in die Lagerkiste verschoben. Au, weh. Warte. Notizen. Bekannt. Au, weiß ich, wo ist denn der jetzt? Weil ich verkaufe mal alles für 9 Euro, weil das kauft sonst keiner. Warte, wo ist denn das Ding jetzt für 1000 Euro? Muss ich es wieder rausholen. Ist weg oder wie? Da ist er, bekannt, Kleinbuchstaben-Set. Wieder rausholen. So, und der kostet 1000 Euro normal. Also da habe ich jetzt noch 29 von 30. Da kann ich jetzt so einen reintun. Da tun wir jetzt den Kleinbuchstaben-Set rein. Der kostet 1000 Kronkorken. Ich verkaufe es für 9 Euro. Für 1000 kauft es keiner. Ich verkaufe alles für 9. Knapp unter 10. Aber 10 ist schon zu teuer, verstehst du? 10 da, 10 Euro, nee. So, da sind wir jetzt auch schon voll. Jetzt gehen wir mal dahin.
Oh, da ist schön noch Platz. Rechts oben 10 von 30. Da kann ich noch 20 Dinger reintun. Da tun wir jetzt den Scheunenset. Der, die das Scheunenset rein. Für 9 Euro. Ist doch ein Schatzkarte. Die wäre an sich 0 Euro wert, oder? Nee, ach, Rezept. Entschuldigung. Nee, Rezept. Toxic Valley. Ich dachte. Nee, Entschuldigung, falsch. Toxic Valley Schatzkarte, habe ich gedacht. Habe ich noch eine Schatzkarte? Apropos. Da, Savage Divide. Oh, ich habe mehrere. Die wären 0 Euro wert, aber die kaufen wir die auch ab für 9 Euro. Also, weil die ist ja eine Schatzkarte. Die wäre an sich 0 Euro wert. Aber ich verkaufe die für 9 Euro. Die Karte hat, kann man Schätze bergen. Aber ohne die Karte geht es nicht, selbst wenn man draufsteht. Also, ist natürlich eine Geheimkarte, aber man kann es tatsächlich definitiv nur nehmen, wenn man wirklich die Karte auch im Besitz hat. Selbst wenn man draufsteht. Mhm. Die wird aber auch gern gekauft hier bei mir. Da haben wir noch eine. Sind auch 9 Euro. Grundwagen, Entschuldigung. Schatzbriefe, nee, die brauche ich selber. Jetzt haben wir alles, gell? Das kann man vergessen. So, jetzt haben wir alles. Jetzt Wasser, nochmal schnell Wasser gucken. Nee, hat er doch, da hat er. Das lassen wir mal. Nächster Punkt der Tagesordnung. Ich muss mich wieder aufhübschen. Also, erstmal schlafen eine Runde. Dann kriegt man mehr Punkte. Also gut ausgeruht Bonus. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich bin mittlerweile. Ich muss. Nächster Punkt der Tagesordnung, wenn ich aufstehe, ich muss einem Club beitreten, einem Team beitreten. Sonst hätten wir jetzt hier gesehen. Meine Stufe, warte mal ein bisschen. Rechts oben, das habe ich vorhin angefangen, ökologisches Gleichgewicht, da müssen wir noch, können wir noch was machen? Ja gut, lassen wir das, jetzt warten wir mal, bis sie gepennt hat, dann jetzt. So, jetzt lassen wir das mal. Jetzt sind wir gut ausgeruht und jetzt müssen wir schnell noch im Team beitreten, das gibt auch wieder mehr Punkte. Social. Was haben wir denn? Tägliche Operation. Ja, nee, ich mache immer das Event-Team. Wenn da keins ist, dann mache ich selber eins. Event-Team. So, jetzt bin ich im Event-Team. Sieht man jetzt links unten. Krieg schon einmal Bonus, siehst du? Stufe 215 bin ich schon, ja. Ja, spielen wir schnell noch Gitarre. Ja, lassen wir das. Normal spiele ich jetzt noch Gitarre. Ja, machen wir es mal. Normal spiele ich jetzt noch Gitarre. Also schlafen, Gitarre und Handelbank. Muss man regelmäßig machen. Also die Schlafen dauert 2 Stunden, der Bonus. Gitarre dauert 1 Stunde, der Bonus. Und Handelbank leider nur 1/2 Stunde Bonus. Also der Bonus, den man da kriegt, dauert eine echte 1/2 Stunde. Also nicht im Spiel 1/2 Stunde, sondern... Also jetzt von jetzt ab... Also das dauert jetzt 1 Stunde lang hier, der Bonus. Wenn sie fertig ist, Moment. Kann ein bisschen dauern. Dabei kann ich Kaffee trinken. Jetzt sind wir gut gestimmt. Jetzt können wir, jetzt machen wir den Handelbank-Bonus. Mit meinem schicken neuen Rucksack, hallo. Handelbank, der Handelbank ist Stärke-Bonus. 2 Punkte Stärke mehr, das haut schon rein. Also das kann man mal mitnehmen. Gut, da ein bisschen hier die Svetlana auf der Handelbank. Das gab es auch mal kostenlos. Handelbank. Leider. Gibt's nicht noch, das gab es in Fallout 4 auch schon, glaube ich. Da hat es einfach nur die Stimmung gestärkt, glaube ich, oder? Der Lagerinsassen. Also wenn du eine Siedlung baust und da Leute drin sind, sich ansiedeln in deiner Siedlung und du baust eine Handelbank hin und so weiter, dann war ihre Stimmung verbessert und so. Und bei hier ist Stärke, aber definitiv Stärke. Weil siehst du, deine Stärke wird um 2 erhöht. So, jetzt haben wir dies. Jetzt zeige ich dir mal, jetzt muss ich essen und trinken. Oh, essen, trinken, schauen. Siehst du hier bei Effekte, Stärkeerhöhung, 29 Minuten noch Stärke 2 und so weiter. Gut gestimmt, 1 Stunde und Event-Team-Bonus und Bettgeflüster. Das war das Schlafen. Jetzt müssen wir noch was essen und trinken. Haben wir mal. Klingenkornsuppe hätte ich noch machen können. Ja. Und sehr gut ist das Rib-Eye-Steak. Das verleiht dir 20 Kilo Tragekapazität zusätzlich. Das zeige ich dir auch mal. Es geht nämlich sehr einfach. Jetzt habe ich gegessen, getrunken. So.
ich bin jetzt Stufe 215, kurz vor dem nächsten. Jetzt wollen wir mal Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich gehe meistens immer als erstes zum Mr. Farmhand. Da kriegt, das ist ein Event meistens. Da gehen wir mal dahin, oder? Und dann zeige ich dir, wie man das Ribeye Steak kriegt. Das ist nämlich sehr einfach. Jetzt gehen wir da runter, zum diese Richtung. Ich kenne es ja schon auswendig. Gehen wir mal in Richtung Farmhands, also wo die landwirtschaftliche Forschungsanstalt. Da stehen immer ein paar Gegner rum. Wahlweise Roboter oder Ghule oder sonst was. Schauen wir mal, wer da heute rumsteht. Hier in der bei dem Boot. Da sind normalerweise spawnen da immer ein paar Gegner. Siehst du, Protektron. Ah, den sollte ich mit der Schrotflinte abschießen. Ah, ich habe die Schrotflinte. Mit der Schrotflinte abschießen. Das ist eine Challenge. Vampir. Die Vampirflinte, die regeneriert Gesundheit, wenn ich einen treffe. Jetzt ist es leider ein bisschen blöd mit der letzten Waffe. Dass man zwischen den Waffen hin und... Jetzt haben wir es, dass man zwischen den Waffen hin und her schaut. Jetzt hau ich den Protektron mit der Schrotflinte um. Jetzt warte, weil es gibt, es ist eine Challenge. 1000 Roboter mit Schrotflinte erlegen. Und die regeneriert aber Gesundheit, die Vampirflinte. Leider hat die noch nur 2 Schuss, da muss man nachladen. Siehst du, zerstöre Roboter mit einer Schrotflinte, 649. Aber leider noch 2 Schuss, und aber die tut bei jedem Treffer Gesundheit regenerieren. Jetzt gehen wir da, wo es das Brahmin Steak, also das Ribeye Steak, das ist der Brahmin. Wenn man den umhaut, und da stehen immer ein paar rum, jetzt warte hier. Das ist der nächste Punkt der Tagesordnung, weil dann kann man, wenn man das isst, hat man 20 Kilo mehr Tragekapazität. Da die Red Rocket Tankstelle, da stehen 3 Ghule. Warte, da ist einer. Komm her. Sollst du herkommen? Hier sind 3 Ghule. Einer, 2, 3. Rock, rock, rock. Komm her. So, 3 Ghule sind ja immer. Dann, und hier sind jetzt die Brahmins. Die muss man einfach nur umhauen und dann kann man das Fleisch kochen. Jetzt pass umacht. Hier einfach umhauen. Hoppla, jetzt da wackelt es immer. Da stürzt das Spiel ab. So, jetzt das Fleisch einsammeln. Einfach umhauen. Gibt Punkte und Fleisch. Also Experience Points. Und hier stehen die immer rum. Und Leder. Da ist ein Toter. Man hört die ja, wo die stehen, wo die rumlaufen. Einfach umhauen. Ist noch einer? Doch, einer grunzt noch. Warte, die grunzt, kauft einer was für. Siehst du? So, jetzt haben wir alle, oder? Ja, da hinten ist die Forschungsanstalt, da gehen wir nachher rein. Jetzt haben wir alle Bäume. Jetzt kann man die. Und hier ist auch noch Radhirsch, der macht dasselbe. Der ist auch für Tragekapazität. Der ist heute aber leider leer, da sind 2 Radhirsche. Da kann man das Fleisch nehmen und wenn das gekocht hat, es auch 20 Kilo Tragekapazität. Da ist normal ein Ghoul noch, der schläft. Der und der da, der steht immer. So, jetzt können wir praktischerweise die Steaks gleich hier kochen. Also Brahmin und Radhirsch, das ist das Gefragte. Weil der Brahmin gibt es Ribeye Steak. Kochen wir mal. Radtisch habe ich jetzt keinen. Wie gesagt, da oben hängen 2, aber wenn man die erst nach 24 Stunden sind die wieder geladen hier, die 2 Hirsche da, die da hängen. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir Richtung Dings da. Da ist jetzt die schöne türkisfarbene. Was ist da wieder was? Türkisfarbene. Landwirtschaftliche, siehste, fruchtbare Erde, das kommt immer. Da kannst du auf wetten. Jetzt müssen wir mit der Schrotflinte. Mit der Schrotflinte. Die umhauen. Das war's schon, oder? Das war jetzt schon kaputt.
Jetzt geht's weiter, oder? Muss ich die mit der Schrotflinte umhaben? Kann ein bisschen dauern jetzt. Und du siehst ja links unten an meinem Balken, da wird die Gesundheit regeneriert. Huppla. Jetzt haben wir wieder einen Zerstörer-Roboter mit einer Schrotflinte. Was ist denn da? Okay, warte, stimmt, auch noch so. Nachladen. Da ruckelt's schon wieder. Gehen wir nach vorne hin. Der zweite ist da vorne und der dritte ist da hinten. So, jetzt gucken wir. Oh, warte, langsam gehen. Da ist er, komm her. Na, achso, ja, entschuldige, warte. Moment. Fetch einen wieder weg hier. So, jetzt der nächste. Leider sind drin auch noch ein paar. Na komm. So, jetzt haben wir den weg. Und wie du siehst, meine Gesundheit ist hundertprozentig links unten. TP, der Balken TP, kurze Pause. Trefferpunkte oder was heißt das? Keine Ahnung. Das ist die Gesundheit. Links unten die Gesundheit ist volle Kanne. Durch die Vampirflinte. Ja, die ist aber leider an sich, wenn ich da jetzt natürlich einen richtigen Gegner hab, dann bin ich trotzdem tot. Also dann nützt es jetzt weniger. Wenn du jetzt ein richtiger Gegner hast, also so ein Todeskralle oder so, da bist du trotzdem... So schnell lädt die gar nicht nach hier, die Svetlana, dass du da... Aber mit solchen Gegnern geht das prima. Nur, dass halt auch die Rüstung kaputt geht, weil ich kriege einen Treffer hier ab. Und da geht natürlich mit der Zeit die Rüstung kaputt. Ja. Also, da muss man leider mal in den sauren Apfel beißen. Aber immerhin, wie gesagt... Tatü, tata. Na komm, den krieg ich halt nicht. Jetzt haben wir alle, oder? Jetzt können wir reingehen. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Ja. Seid vorsichtig. Da wechselt das Gebiet, also okay. Machen wir das noch schnell zu Ende und dann zeige ich dir noch schnell meine legendären Skills. Moment. So, jetzt sind hier aber nochmal 20 Roboter. Hier ist ein Nuka-Dings da immer. Die kann man mal nehmen, oder? Da sind natürlich wieder welche. Ist klar. Muss ich die auch noch umhauen hier? Komm her. Ah, nee, warte. So, hoppla. Aufs Auge. Mittleres Auge. Machen wir wieder ein. Da kann ich, wie gesagt, die Rüstung geht zwar kaputt, aber ich gehe wenigstens nicht kaputt hier. Durch die Vampirflinte. Naja, kann ein bisschen dauern. Da ist hinter mir noch einer, oder? Ja. Kann ein bisschen dauern. Aber da kann man sich jetzt Zeit lassen, weil, wie gesagt, Gesundheit ist in Ordnung durch die Vampir. Mensch. Leider hat das Magazin nur, ist ja eine Schrotflinte, doppelläufige Käseflinte hier. Ich schieße lieber mit dem Watz, weil sonst da kriegt man mehr, also da geht's schneller, oder? Also, na komm, du sollst ihn umhauen. Jetzt, Challenge abgeschlossen. Hier Punkte für den. Da oben ist noch einer, oder? Haben wir noch geladen? Da oben ist noch einer. Du böser. Böser, du. Na komm. Quatsch. So, jetzt müssen wir in den Keller gehen. Und im Keller sind noch die Ghule, da schalte ich mal um auf die Hand. Jetzt kann man das natürlich einsammeln.
Wenn man will, kann man das einsammeln. Den Schrott. Das ist so lustig, ja. Die zermatschen dann so. Die Roboter in so einer Matschsoße. Siehst du, hier so eine Soße hier. Das ist der Schrott von dem kaputten Roboter. da ist noch einer. Und mich nervt es immer, das Drecksradio da oben. Also ich schalte das Radio aus da. Au, da ist ein Sammelheft. Oh, oh. Drecksradio. Hier ist ein Sammelheft. Komm her. Da ist ein Sammelheft. Hier. Da. Leben und Lieben Nummer 8. Oh. Habe ich das schon? Rest kann man mal lassen. Jetzt gehen wir, sonst ist nichts mehr da, gell? Hier sind normal immer Kronkorken drin. Hier ist ein Kronkorkenvorrat, Vorrat, aber heute schon leer. Na gut, dann gehen wir in den Keller runter. Wir müssen auch die Zielparameter ändern. Da rocken aber noch, da rennen, das hört man ja, rennen die Ghule rum da unten. Komm her. Kommst du her? Noch einer. Haben die was? Haarbürste. Braucht Rad away. Verdünnt. Na, das kann man nicht mehr. Patrone. Da drin sind noch 3. Komm her. Kommst du her? Da ist manchmal eine Wackelpuppe hier am Eck von dem Tisch. Jetzt komm her. Das ist so ein Pfadfinder, oder? Ja, so ein Pfadfinder. Das ist ein Grubenarbeiter. Rat away, das kann man nehmen. Rat away. Hundefutter, naja. Gut. Dann können wir jetzt hier mal die Dings ändern. So, dann haben wir es schon wieder, oder? Warte, ändere. Challenge abgeschlossen. Oh, höhere Stufe, ja genau. Jetzt komm her. Jetzt pass auf. So, schließe eine tägliche Challenge ab. Warte. Ja, jetzt reisen wir schnell wieder zurück. Kostenlos. Ja, okay, das war's schon. Ich zeig dir jetzt nochmal schnell mein Spielbrett und meine legendären Dinger. Und schnell noch, ja, das muss ich auch noch zeigen, warte. Jetzt pass auf, dauert ein bisschen. Da wollte ich, was habe ich denn da fotografiert? Das ist ein Foto von mir. Ah ja, da muss ich für irgendeine Quest den Acker fotografieren von den Crater-Leuten oder so. Aha, Stufenaufstieg. Oh, schau her, 216, na schau her. Oh, Stufe 216, hoppla. Na schau her, jetzt gehen wir mal Wasser schnell einsammeln. Wasser schnell einsammeln. Jetzt gehe ich mal rauf auf mein Sonnendach. Und gucken wir mal. Spielbrett. Schau her. Bin schon fast, also Stufe 93. Hier bin schon. Geht schon dem Ende entgegen. Hier, hallo, hier ist das Ende. Und Challenges. Ja, ich könnte heute noch die. Tägliche. Nukleare Winter mache ich nicht. Tägliche Operation müsste ich noch machen. Wöchentlich habe ich schon eigentlich. Ja, tägliche Operation. Ja, und ich bin ja jetzt Stufe, jetzt pass auf, Stufenaufstieg. Jetzt nehme ich mal einen Skill. Und zwar nehme ich da mal, ist ja wurscht, Glück, nehme ich mal von Glück einen, den ich noch nicht habe. Weil dann kann ich den verwerten. Weil für verwertete Karten kriege ich Punkte und kann dann meine legendären Skills. Also ich habe jetzt hier dieses und einen Platz kann ich noch freischalten auf Stufe 300. Wenn ich bin, dann kann ich den letzten Platz der legendären Skillkarten freischalten und dann ist aber Ende. Ich kann aber die hier noch verbessern auf Rang noch 1, dabei aber 150 Punkte. Also den kann ich auch noch verbessern, zweimal, das noch einmal, ja ja. Und den letzten machen wir noch, Stufe 300, oh wie. Gut, ich wollte schnell noch was anderes zeigen. Ich bin ja so ein Typ, der will die Challenges machen. Siehst du hier die Challenges? Und da gibt es hier zum Beispiel bei Social. Baue das hier.
baue funktionale Objekte in Werkstätten und Camps. 7600 muss man da bauen. Und ich habe jetzt aber einen Trick, was heißt Trick? Ich habe gefunden, wie man das machen kann, weil normalerweise, wenn du was baust, brauchst du Rohstoffe und die sind dann weg. Und jetzt zeige ich dir mal den Trick, wie man aber die funktionalen Objekte bauen kann, ohne Verschwendung, was ihr macht. Ich gehe in Baumodus und gehe jetzt auf Pflanzen, beziehungsweise Nahrung. So, und jetzt habe ich hier eine Brombeere und die pflanze ich jetzt dahin. Schau her, und jetzt habe ich, jetzt kommt links die Meldung, jetzt habe ich wieder ein funktionales Objekt. Also die Pflanze ist ein funktionales Objekt. Wenn ich die jetzt aber verwerte, wird die 1:1 wieder verwertet. Verstehst du? Da geht nichts verloren. Wenn du normalerweise was, und jetzt kann ich das unendlich weitermachen. So, nochmal, dauert es. Dann verwerte ich die wieder, dann baue ich die wieder, dann verwerte ich sie und so weiter. Und das mache ich jetzt 7600 Mal. Und es geht nichts verloren. Wenn du die verwertest, kriegst du original das wieder raus, was du drin hast. Also das kann ich jetzt 1 Milliarde Mal machen, verstehst? Brauche aber nur 7600. Wenn du rechts oben siehst, Dünger, also ich brauche Dünger und die Brombeere. Und wenn ich es verwerte, wird genau die eine Brombeere und genau der Dünger wieder rausgezogen. Und deswegen kann ich, wenn du normalerweise was anderes baust, da geht immer was verloren. Und du musst nach 10 Mal bauen, erst wieder Rohstoffe sammeln, verstehst du? Aber das hier kannst du unendlich machen. Gut, lassen wir das jetzt mal. Und ja, okay, das war's dann schon wieder. Dann sage ich herzlichen Dank für Speis und Trank und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüssi!